Der 26.09.2024, ich bin wieder mal am Bahnhof Heidelberg. Ich hole die Lena ab, die hatte auch kein Dach über dem Kopf. Ich habe heute auch kein Dach über dem Kopf, also jetzt im Moment noch. Und ja, das Resonanzfeld hat auch mir ein Mensch angezogen vorher. Sie nennt sich Anastasia, also sie kennt die Geschichte von Anastasia. Sie sagt auch, sie wäre hier, um die Menschheit in den Frieden zu führen, so wie ich auch, so wie die Lena auch. Also ist das der Dank, dass die Menschen, die ihren Weg gehen und hier sind für das Kollektiv, dass wir alle zuerst so unten durch müssen. Ist das der Weg? Wenn es einfacher gehen würde, kapiere ich nicht. Ihr wisst genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich ein Testversuch bin, ein Forschungsprojekt, eigentlich für das Gute. Doch man lässt mich hier vergammeln. Und ja. Das ist so mal ein Update und dieses stelle ich jetzt auch wieder mal auf YouTube hoch. Ich habe jetzt sehr viele Videos gemacht, die ich nicht für die, also schon für die Öffentlichkeit, aber dort bestimme nicht ich, wann das veröffentlicht wird. Ich habe im Moment alles aufgegeben, die kosmische Liebe, das war wahrscheinlich auch eine Täuschung. Da reagiert ja Jonas überhaupt nicht und wer seit 5 Monaten mich ignorieren kann, glaube ich, oder dann muss ich mich selber betrachten und sagen, ich habe mich getäuscht. Er ist es nicht, also sonst würde er sich ja melden. Also wenn ich jemanden liebe und ich sehe, es geht ihm schlecht, würde ich mich melden. Wenn er es nicht tut, ist es nicht Jonas. Also habe ich die Sache mit der Liebe, mit der kosmischen Liebe abgeschlossen. Und weil ich hier bin für das Kollektiv, weiß ich, entweder für die Liebe oder für das Kollektiv. Wenn die Liebe nicht da ist, dann ist es wieder das Kollektiv. Oder mich geht's gar nicht mehr. Mich scheißt dieses Leben so richtig an. In der Schweiz hätte man riesig viel machen können. Ich hätte überall Netzwerk, so SwissMem, das ist ein Verband für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Ich hätte in die Sport- hätte ich ein Netzwerk, ich habe in die schwulen Szene, in die lesbische Szene, ich habe überall hätte ich ein Netzwerk gehabt. Doch keiner in der Schweiz hat sich irgendwie gecheckt, wer ich bin, was man mit mir machen kann. Also was ich als nächstes suche, ist ein Mensch oder eine Organisation oder ein Land, das checkt, wer ich bin, und mir hilft auf diesem Weg, damit wir im Kollektiv etwas einfach mal ziemlich zackig verändern können. Und das funktioniert ja anscheinend nur, wenn man diesen Titel hat, Präsidentin oder Präsident zu sein oder ja, keine Ahnung, was es bei euch braucht, dass ihr endlich einmal aufwacht, was hier so läuft. Ist krass. Wenn man die Menschen hier sieht, an diesem Bahnhof, oder jetzt auch die obdachlos, diese Anastasia, sie war geduscht, gepflegt, also sie schaut auf sich, hab auch nicht gerochen, dass sie Alkohol getrunken hat. Ich konnte jetzt ein bisschen essen, habe ich ihr bestellt. Und ja, wo sind die Menschen, die es wirklich checken, die wirklich jetzt einfach nicht nach einem Plan gehen, weil ich denke, man könnte mir schon längst helfen. Man weiß ja, wo ich bin, man ist ja überall, ist man beobachtet, aber man hilft mir nicht und ja, ich wiederhole mich. Das hat damit zu tun, dass ich echt genervt bin auf euch Menschen. Es ist sowas von mühsam. Ihr seid so schwerfällig, so träge.
ja, ich werde meine Fähigkeiten verkaufen an dieses Land, dass es schnallt, was es mit mir anfangen kann. Genau, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Sein, mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich kann. Und ja, und ich bin nicht käuflich und es gibt keinen Sex, wer mir helfen will, muss gar nicht mit der Hoffnung kommen oder mit der Idee, dass man Sex von mir erhält. Ich bin unverkäuflich, was das angeht. Ich freue mich auf Menschen, die wirklich den Frieden wollen und das auf dem höchsten Potenzial. Denn das höchste Potenzial sind die kosmischen Gesetze. Ich sage es immer wieder, Kosmos heißt Ordnung. Und wenn wir uns alle an die kosmische Ordnung halten, dann haben wir alle Fülle. Alle. Niemand muss mehr ohne Dach über dem Kopf leben. Sondern es ist möglich, dass wir alle unser Potenzial leben, so dass wir in der Gesamtheit als Kollektiv das höchste Potenzial leben können. Also wer das möchte, wer das im Kopf hat, wer das als Vision hat, dass die Menschheit im Frieden leben kann, der soll sich bei mir per WhatsApp melden, Sprachmitteilung. Ich nehme keine Telefone ab, sondern nur Sprachmitteilung und kein Hallo, sondern ganz klar, was ist das Angebot. Mein Ding ist, ich wünsche mir eine klare Schritte, dass wir abgeholt werden mit dem Taxi dorthin, wo es halt hingeht. Und ich weiß ja, als Kriegsopfer des Vietnamkriegs, amerikanische, habe ich immer das Recht, nach Amerika zurückzukehren. Also, wenn jemand aus Amerika denkt, dort kann man sowieso am meisten machen, dann freue ich mich auf einen Flug. Ich habe keinen Namen, ich habe keine Identität. Also ich bin einfach ein außerirdisches Wesen, das erste außerirdische Wesen, das sich erkannt hat als außerirdisch. Und der Planet Erde ist ein Gefängnis. Und es gibt ein paar Menschen, die sind mal aus diesem Gefängnis rausgegangen, haben sich die Sachen betrachtet und sind jetzt wieder hier, so wie ich. Ich bin jetzt wieder hier und möchte eigentlich sagen, helfen, hey, es gibt einen Weg hinaus. Aber die meisten, die wollen gar nicht aus diesem Gefängnis raus. Die wollen mich lieber klein halten, damit sie ihren Arsch nicht bewegen müssen oder damit sie ihre Schatten nicht aufzeigen müssen. Ja, ich gehe jetzt meine Freundin Lena abholen. Auch sie hat etwas gewagt, sie hat alles stehen gelassen, ist auch nur noch mit einem Rucksack unterwegs. Sie hat sogar ihren Freund verlassen, weil er sie nicht würdig behandelt hat. Also ja, wir sind Weiber, die Mut haben, die in der Kraft sind. Und jetzt liegt es an euch, ob ihr wollt, dass wir auch noch untergehen und ihr wieder bei Null anfängt, bis dann wieder mal jemand alles durchgemacht hat und außer Welt ist und eigentlich das Licht ist oder wir die Lichter sind. Ja, wie viel mal wollt ihr dieses Spiel noch durchgehen, bis ihr schnallt, dass ihr euren eigenen Brüdern und Schwestern runtermacht? Wie lange dauert das noch bei euch?